Wasser. So, weiter. Hallo, das ist die Mailbox von Leonie Richter. Nachrichten bitte nach dem Piep. Was ist denn jetzt eigentlich weiter? Immerhin wohnt ihr ja mit ihr zusammen. Ja, leider. Wollt ihr ausziehen? Am liebsten ja. Aber bis es soweit ist, sagen wir einfach nur Hallo und Tschüss. Und wenn sie versucht, sich an uns ranzuwanzen, dann stellen wir auf taub, oder? Ja. Meine Kinder. Wo sind sie, meine Kinder? Ich will nur... Kann ich Ihnen helfen? Ich will zu meinen Kindern. Wohnen Sie hier in der Nähe? In welcher Straße? Ich will nur zu meinen Kindern. Geht's Ihnen gut? Der Jakobsweg? Ist es nicht das, was die ganzen ausgebrannten Promis alle machen? Ja. Gute Entscheidung. Krass. Und wann bist du los? Hast du nicht irgendeine Kündigungsfrist? Na, ich habe mit Hagen von Nahstein gesprochen. Der wird mir keine Steine in den Weg legen. Also, heißt das? Das heißt, ich fahre heute Nacht mit dem Fernbus nach Arl und laufe morgen Mittag los. Also, natürlich nur, wenn das für euch beide okay ist. Für uns? Klar. Komm schon klar. Sicher. Wie lange willst du weg sein? Keine Ahnung. Aber notfalls wisst ihr ja, wie ihr mich erreichen könnt. Moment. Ja, damit. Aber ich meine, ganz ehrlich, Pegeln mit Handy, das geht ja gar nicht. Alles stimmt. Wenn man was macht, sollte man es richtig machen. Aber ich lasse euch eine Liste von allen Klöstern und Herbergen da, wo ich unterkomme, nur für den Notfall. Ja? So, aber jetzt muss ich lospacken. In 2 Stunden geht mein Bus. Na dann. Pass auf dich auf. Und mach ich. Und denk an deine Nachuntersuchung, ja? Denke ich auch. Du wirst mir fehlen. Wenn das kein Timing ist, ich habe einen Tisch für uns reserviert. Wo ist Arno? Ich kann euren Ärger ja verstehen. Ich habe einen Fehler gemacht und deshalb dachte ich, wir machen es einen netten Abend und räumen alle Missverständnisse aus der Welt. Willst du eine Cola? Nee, lieber Wasser. Was ist denn los? Redet ihr nicht mehr mit mir? Was hast du eigentlich? Ja, Zeiten und du? Alla Puttanesca, extra scharf. Na, dann hau rein. Du auch. Ricardo. Hallo, Charlie. Ich wollte nicht gehen, ohne mich von dir zu verabschieden. Verabschieden? Ich habe mich entschlossen, den Jakobsweg zu gehen. Den Kopf frei zu bekommen und herauszufinden, was ich in Zukunft mit meinem Leben anfangen möchte. Oh, das war ja ein schneller Entschluss. Und ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Dafür, dass du so bist, wie du bist. Egal, was war. Auf dich konnte ich mich immer verlassen. Jetzt hör auf, sonst fange ich noch an zu heulen. Du bist eine großartige Frau, Charlie. Ja, du bist auch ganz okay. Okay.
Ist Arno noch wach? Ich bin gerade erst gekommen. Ich vermute, er schläft schon. Ah, okay. Dann grüß ihn bitte ganz lieb von mir. Mach ich. Pass auf dich auf. Adios, Señorita. Thank you.